Hallo und recht herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal bei einer weiteren neuen Folge Saal. Ja, es ist ein bisschen länger her. Ich hatte Urlaub, beziehungsweise ich habe noch ein bisschen Urlaub. Aber ich hatte jetzt nicht so viel vorproduziert. Ist auch ein bisschen schwer, wenn man auch Vollzeitberufler ist, dass man auch jedes Let's Play so gut vorproduzieren kann, dass man halt alles abgedeckt hat. Sorry an dieser Stelle erstmal, aber jetzt seht ihr ja wieder Saal. Freut mich auch und es ist eine persönliche Herausforderung. Ich war ja live gewesen, hab den Zera versucht, sind auch wieder gestorben, haben auch einen anderen Dino gemacht, sind wir weit gekommen. Aber es ist ein persönliches Ding. Ich möchte jetzt noch einmal versuchen, mit den Zera alleine reinzugehen, ohne Schutz. Schauen wir mal, wie weit ich komme. Ich versuche trotzdem, ich will nicht so vorsichtig sein, wie ihr es natürlich selber vielleicht spielt. Ich möchte trotzdem ein bisschen was zeigen, weil jetzt nur in einem Busch zu sein und dann so viel zu schneiden, wie gesagt, Vollberufler, die Zeit habe ich dafür einfach nicht. Aber ich denke, das werdet ihr verstehen und würde sagen, ich gehe rein, suche mir jetzt mal einen Server aus. Jetzt mal natürlich hier, den Ping, was ist niedrig. EU1 ist aber schon voll, EU2 ist nicht so voll, EU3... Kann ich mir merken, EU3, komm, gehen wir mal rein, 28er Ping. Jetzt bin ich oft in EU4, das ist meistens der Ping am besten gewesen. Aber ich sag mal so, diese 1-2 Pings sind jetzt nicht so schlimm. Und, freut mich, dass du eingeschaltet hast. Da möchte ich ja an der Stelle auch nicht unterschlagen. Wir haben den Zera, wir gehen rein. Und ja, wir wissen, wie er aussieht. Nee. Oh, weiß ich nicht. Aber ganz ehrlich, das ist mit den Zera nicht auch anders geworden? Sehr, sehr komisch. Aber ich will nicht auf dem Berg spawnen. Ich weiß nicht. Komm, ich geh mal hier rein. Oh nein, dunkel. Hallo, Bibi. Na, jetzt wollen wir mal kurz schnuppern. Okay, der Ping gefällt mir nicht so sehr. 62, aber ist alles im Rahmen. Mein FPS sind stark. Na, jetzt gucken wir mal, was haben wir? 3 Punkte brauche ich nicht. Fleisch, alles kaka. Ist die Sache. Warte. Wenn ich die Karte gerade im Kopf habe, wenn ich nach Norden gehe, ist die Frage, wo genau ist man jetzt gerade gespawnt? Es wird ein Radius angezeigt, weil dann würde ich eher wirklich in diese Richtung gehen, wo auch der Knochen ist. Dann könnte ich, glaube ich, in den Hotspot-Bereich gelangen. Ja, ich darf hier nicht so schnell jumpen. Sieht mir schon wieder so aus, als ob ich dann hier runterfalle. Warte, können wir es sehen? Die Tageszeit, dann müsste es ja gleich wieder früh werden. Früh werden. Genau. Gleich wird es wieder früh. Ne, gleich wird es wieder hell, du doof. Oh Mann, ich will jetzt nicht hier wieder irgendwo runterfallen. Noch auch sehr ruhig. Man hört keine anderen. Was ist denn das hier? Boah, großer Baum. Ich meine, wenn ich Knochen esse, der gerade irgendwie nicht angezeigt wird. Der Knochen ist weg. Ja, hat einer weggesneakt. Ach, schon wieder Baum. Ich will schon in diese Richtung laufen. Ist nix. Ist ja nicht gerade glücklich. Ich nehme auch auf eine Uhrzeit auf in der Woche wegen Urlaub, was ich nicht gewohnt bin. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wie sich das hier verhält auf Weise Eil. Weil wer zockt schon um die Uhrzeit? Genug Leute angeblich.
Bot-Server. Kann ich das eigentlich sehen? Nee, ne? Nee, ich glaube, hier kann ich nicht sehen, wie voll der Server ist. Nee, ich glaube nicht. Kurz der Sound. Sorry, ich war gerade verwirrt. Da war kurz der Sound weg. Der Zaun. Das Gute ist ja, dass es hell wird. Kann ich gleich ausmachen. Ja, oder ich muss gleich wirklich versuchen, eine Ziege. Aber eine Ziege bringt, glaube ich, nichts, oder? Wir das aufhaben. Ja, noch zu dunkel. Ich lasse euch das noch an. Ich höre kein Gebrüll. Ich höre absolut nichts. Totenstille. Ups, außer meinem Biss. Irgendein scheiß Vieh angreifen dann. Also, KI. Lebenden Dino. No change. Und hell genug? Nee, immer noch nicht. Das finde ich auch stark an den Game gemacht, dass wo die Sonne aufgeht, ist dort in dem Bereich hell ist, aber halt wegen den Bäumen, Hügel, Felsen, die Sonne halt noch nicht durchdringt und es in dem Bereich dann dunkler ist. Finde ich, ist schon cool gemacht. Sag mal, macht ihr alle Gruppenkuscheln oder warum ist das hier so friedlich? Bitte euch mal. Damit ich ein bisschen was abstauben kann. Ah, ich laufe mal Richtung Wasser. Ja, Richtung Wasser ist gut. Hunger habe ich auch. Aber hat man ja immer ziemlich schnell zu Anfang, damit man sich halt auch die Diäten generieren kann. Einbeleiben kann. Boah, jetzt haue ich aber auch ein paar Wörter raus. Eine Blume. Die erinnert mich voll an Clash of Titans. Oh! Ich mach mit. Einfach nur so. Weil ich's kann. Ich glaube, ich lasse das jetzt so. Obwohl es hier wieder dunkler wird. Wasser. Water, water. Da ist es Sun. Ich brauche gar kein Wasser. Aber wo Wasser ist, sind auch andere meistens. Oder ich will gleich da irgendwo sein, wo Ziegen sind. Mein Wildschwein tötet mich aktuell noch. Die Erfahrung habe ich ja schon gesammelt. Dieses Sliden finde ich cool. Muss aufpassen, dass ich gleich nicht wieder irgendwo runterfalle. Ah. So ein Wasser ist das. Ja, das ist nicht die besagte Wasserquelle, die ich jetzt wollte. Ja, dann gehe ich jetzt mal hier hin. Ich habe da
was gehört, oder? Na, ist ja auch mal schön, dass ich nicht so im Stressfeeling bin. Ich kenn's ja auch anders. Nur zu gut anders. Ja, ich gehe mal Richtung Norden. Ein bisschen in Schräglage. Ich sehe gerade gar nichts. Och nö. Kommt Gewitter. Ich habe mich so gefreut, dass einfach mal Sonne kommt. Schon wieder blödes Gewitter. Ja, das Gewitter ist schon bombastisch gemacht. Aber für eine YouTube-Aufnahme sehr unpraktisch, weil es sehr dunkel ist. Wie spät haben wir es denn? Oh ne, komm, nicht um diese Uhrzeit Gewitter. Aber dann komm schnell hinter, also es soll schnell hinter fertig sein. Und dann mit der Sonne. Brauche mal was zu fressen. Ich glaube, ich bin in eine wirklich falsche Richtung gerannt. Was ist eigentlich hier? Das ist Salzwasser dann wahrscheinlich, ne? Das wird einem gar nicht angezeigt. Ist doch niemals Wasser zum Trinken, oder? Die Frage ist, was ist das für eine Insel? Da kommen wir ja auch hin. Aber ist alles nicht geil, wir verhungern noch. Habt ihr manchmal auch diese Soundaussetzer beim Sturm? Das habe ich aber irgendwie nur beim Sturm. So, ich brauche das zwar nicht, aber ich gehe mal in diese Richtung. Das ist echt ein Problem. Wo sind die blöden Ziegen? Beziehungsweise, wie komme ich zu diesem Ort hin? Bin ich? Ach man, das ist... Und warum gibt's denn keine Karte? Ja, ist Survival. Ich weiß. Eine Karte täte trotzdem gut. Mein Gott, ist das dunkel. Ich habe wirklich gedacht, ich könnte euch hier was Helles bieten. Aber jetzt seht ihr das erste Mal, glaube ich, bei mir eine wirklich sehr ruhige Folge. Also man sieht, bei The Eye kann es auch mal ruhiger sein. Das bringt mich aber auch nicht sehr weiter, weil ich habe erst 11%, weil ich habe halt Diäten gar nicht und wie ihr seht, habe ich auch wirklich sehr großen Hunger. Natürlich, das Rennen hilft auch nicht gerade. Ich brauche den Ort mit den ganzen Ziegen. Hier muss doch was sein, Mann. Ihr könnt doch euch alle nicht so lieb haben. Tötet euch. Ich bin nicht wirklich in die falsche Richtung gelaufen. Aber ich höre nichts. Kein Wildschwein. Kein anderen Dinos.
Ich gehe mal dahin zu den drei Punkten. Ich denke, das werden vielleicht auch mehrere Leute denken. Was leuchtet denn da so? Los. Wieder rein. Kann man wahrscheinlich nichts machen, ne? Bin ja auch nur ein Dino. Ja, kein Mensch. Ich kann nicht springen. Nee, komme ich nicht rein. Okay. Aber ich bin am Verhungern, was gar nicht gut ist. Ich habe richtig Probleme aktuell. Oh ja, 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 ja. Oh, das sieht mir aus, wie ich gehe da hin und bin eh gleich tot. In 5 Minuten Restart. Dein Ernst? Sei nicht so. Okay, wird wieder angezeigt. Die Frage ist, wie weit das weg ist. Schaffe ich das in 5 Minuten? Wird auch immer weniger dort. Ich denke, da frisst einer das gut weg. Och nö, ich komme da gar nicht hin, ne? Och, nein. Na doch, von hier. Aber kein Gewitter, ist ein normaler Sturm. Jetzt nur noch Knochen. Och, Menno. Schon wieder so ein Zaungelände. Ich glaube, ich bin komplett falsch, ne? Ich gehe einfach nur dahin, wo was ist. Wieder das S. Ach man. Nee. Ich komme aktuell aber nicht zu dem S. Das ist ein Riesenfelsen. Also was heißt Felsen? Es wird schon ein Berg sein. Warum höre ich jetzt meine Schritte wieder nicht? Ah, okay, Schritte hört man nur auf dem Gras. Alles klar. Ich habe echt ein großes Problem. Na komm, wir können jetzt in die Richtung. Also S wäre A schon Jackpot und B, ich hätte Essen. Ob das eine Falle ist. Geil. Ich trigger sie. Ich laufe direkt auf dem Weg. Das ist nicht gesund. Jetzt müsste ich vorher den Cliffhanger machen. Folge so beenden. Und sagen, werde ich angelangt, lebendig. Werden wir erwartet werden. Das sehen wir in der nächsten Folge. Nee, das könnte ich euch nicht antun. Das könnte ich mir selber gerade nicht antun. Weil ich muss mich beeilen, dann müsste ich die Aufnahme beenden, neue Aufnahme starten, gucken, ob sie läuft. In der Zeit ist es weg und ich bin schon tot. Das wäre kontraproduktiv. Ist immer noch sehr dunkel. Wir kommen näher.
Wir kommen sehr viel näher, die Spannung steigt. Kurz riechen. Ja, es ist sehr, sehr nah. Bleibe hängen. Oh, da sehe ich was. Ein S auf jeden Fall. Ich habe auch ein bisschen was an Nahrung, aber bist du tot, ne? Ey, dein Ernst? Du bist friedlich, ne? Ah. So, und jetzt hier reinlassen. Scheiß Ding. Okay, wir haben wenigstens ein bisschen Nahrung. Ist das scheiße gewesen? Nee, schütteln kann ich noch nicht, ne? Das war wirklich nicht nett von mir gewesen, glaube ich, ne? Ich fühle mich jetzt auf. Aber fülle ich dadurch jetzt gerade die Diät auf? Nicht wirklich. Wenn ich allerdings... Passiert gerade gar nichts, ne? Weil der Server eh Neustart hat. Ich glaube, der ist jetzt eh nicht tot. Ich glaube, ich muss mich einfach Logout machen. Ich glaube, das war nicht cool, was ich getan habe. Ich glaube, das war nicht cool. EU3 bin ich gegangen. EU3, hier ist er. Connect. Hier mal rauf. Das ist auf der Aufnahme, dass das wahrscheinlich gar nicht cool war. Aber der stand da. Aber ich glaube, das bringt nichts, weil der Server schon längst Lockout war. Von daher glaube ich nicht, dass das von Bedeutung hatte. Voll assi, Stern vor, das zählt. Er kommt und ist tot. Er spielt das Spiel zum ersten Mal und dachte, scheiße. Und jetzt hört er auf, das Spiel zu spielen, weil ich ihn komplett die Lust genommen habe. Das wäre schon hart. Aber Survival. Ich werde auch ständig von allem und jedem getötet. Von daher darf ich mir da keine Vorwürfe machen. Bei POT, da gibt es schon einige Regeln. Also so Privilegien. Aber hier? Da tötet jeder jeden. Der ist kackegal. Server wird neu gestartet, aber komm nicht drauf. Das ist aber ein bisschen ärgerlich, ne? Aber wisst ihr was? Das ist ein Zeichen, da würde ich sagen, ich verabschiede mich für die Folge. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht und wir sehen uns in der nächsten Folge hoffentlich wieder bei EU3. Ich mache nämlich jetzt Aufnahmesession, heißt, ich bin direkt wieder gleich am Start. Ich würde sagen, wir sehen uns, ich wünsche euch alles Gute. Bis demnächst, euer Delta07. Ciao.